Ich war 7 Jahre verheiratet, habe 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohnemann. Und ich sage immer so, ich musste bis zu meinem 29. Lebensjahr so leben, wie meine Kultur, Religion, Umgebung, Familie es vorgeschrieben hatte. Aber mit meinem 29. Lebensjahr habe ich mich entschieden, wirklich mein eigenes Leben zu leben und bin den Weg auch dann gegangen. Also erst die Scheidung, wurde zwar nicht akzeptiert von der Familie, aber trotzdem werde ich da weitermachen. Ich habe für mein Leben mein Heiligtum, meine Mutter aufgegeben. Ich sehe die seit 2 Jahren nicht. Und deshalb ist immer noch eine schwierige Zeit, aber ich werde das Ganze durchziehen. Ich bin sehr religiös. Ich bete, sobald ich kann. Ich war 2-mal Pilgerfahrt. Ich bin religiös, aber ich lese nach. Und ich lebe meine Religion nicht danach, was andere Leute sagen. Ich lese und denke. Weil das ist alles beschrieben und da ist beschrieben, dass man als ein Mensch leben soll. Ein guter Mensch. Und ein guter Mensch heißt nur Gutes tun, keinem was antun. Das ist das. Gegenseitig helfen und nicht schauen, ach, was macht er, was für eine Sexualität hat der, das interessiert keinen. Das ist alles zwischen der Person und dem Gott. Rest interessiert das nicht. Deshalb hat das mit der Religion nichts zu tun. Meine Einstellung ist immer so, wer klaut, muss auch nicht direkt jemanden umbringen. Wenn es eine Sünde ist, ist das meine Sünde. Das geht trotzdem keinem was an.